Lauf 3 der Interkontinentalen Rallye Challenge 2011. Die Rallye der 10.000 Kurven, die Rallye Corsica. Gestern ging es bereits los mit einem kurzen Präludium in Calvi im Norden der Insel entlang der Küste von Calvi. Zweimal 27,53 Kilometer standen dort auf dem Programm. Heute dann der längere Tag im Zentralbereich der Mittelmeerinsel, der Heimatinsel von Napoleon, rund um Korte, die Wertungsprüfungen. Und morgen geht es dann runter nach Ajaccio, dort wo früher zu Rallye-WM-Zeiten jeweils das Zentrum gelegen ist. Mittlerweile findet diese Rallye allerdings dank der Integration in den IRC-Kalender wieder zurück zu ihrem ursprünglichen Charakter, nämlich einer echten Korsika-Rundfahrt kreuz und quer über die malerische Mittelmeerinsel. In dem Verlauf der nächsten Stunde sehen Sie die 25,15 Kilometer von Erbaiolo nach Pontalma live bei uns, begleitet von Armin Kremer, dem ehemaligen Europameister und Middle East Champion sowie WM-Teilnehmer, und von mir, Norbert Okenga. Heute Nachmittag um 12 dann die nächste Wertungsprüfung, ebenfalls live, dann aber auf Eurosport 2. In der Gesamtwertung, der IRC führt nach zwei Läufen Juho Hänninen. Der allerdings ist hier nicht am Start. Der Finne, der Titelverteidiger, macht etatmäßig eine Pause, weil sein Skoda-Team sich vor allen Dingen darauf verlegt, hier mit reinen Asphaltexperten anzutreten. Schließlich ist ja die Tour de Corse auch eine reine Asphaltrallye. Skoda führt in der Herstellerwertung mit 73 Punkten. Peugeot allerdings durchaus noch auf Schlagdistanz zu den Tschechen. In 8 Minuten, ziemlich genau, erwarten wir den Start des ersten Teilnehmers auf den 25 Kilometern, die jetzt auf dem Programm stehen. 73 zu 67, hier die Tafel, Skoda gegen Peugeot. Dann Subaru als Gruppe N-Vertreter, Proton mit bis jetzt eher mäßigen Vorstellungen und M-Sport, die private Vereinigung aller Ford Fiesta in diesem Wettbewerb. Temperaturen von über 30 Grad, dazu sehr viele, sehr enge Kurven und ein ziemlich reifenmordender Asphalt. Das sind die Charakteristika hier bei der Corsica Rallye. Ein Feld aus insgesamt 7 Super 2000 Autos, angeführt natürlich von Skoda, dem Titelverteidiger, mit Jan Kopecký, dem tschechischen Werksfahrer, als oberste Speerspitze der Mannschaft aus dem Mladá Boleslav in ihrem Fabia Super 2000. I have to say, maybe on this run there is no one in space to make the mistake because the dieser Rallye gibt es überhaupt keinen Raum für Fehler. Die Straßen sind so eng und es gibt keinerlei Auslaufzone, keinerlei Freiraum. Sobald man den kleinsten Fehler macht, liegt man neben der Bahn. Man muss zunächst einmal wirklich auf der Strecke bleiben. Neben Jan Kopecký, Freddy Leux aus Belgien, einer der Fabia-Sieganwärter. Andreas Mikkelsen, 21-jährige Norweger, befindet sich noch in der Lernphase. Peugeot schickt lauter junge Leute, die noch nie auf Korsika gefahren sind, in den Wettbewerb, angeführt von Montesieger Brian Bouffier aus Frankreich. I will do my best, but long race, you know, 320 kilometers long. 330 Kilometer stehen insgesamt auf dem Programm. Da muss man sich sehr genau einteilen, wie man das Material rannimmt, wie man die Reifen rannimmt. Da kann eine ganze Menge passieren. Das Wichtigste ist zunächst einmal Konstanz. Flankiert wird Brian Bouffier einerseits von Guy Wilkes und andererseits vom belgischen Wunderknaben Thierry Neuville. Ebenfalls in einem Peugeot unterwegs ist schließlich Bruno Maralevich. Der erste Einsatz des neuen R4 Subaru Impreza, Turbo Gruppe N in aufgerüsteter Version mit geringerem Leistungsgewicht, eingesetzt von der Mannschaft von Manfred Stohl aus Österreich, gefahren von Toshihiro Arai, dem ehemaligen Gruppe N-Weltmeister. Nun sind es noch 5 Minuten. Julien Morand, der französische Privatfahrer, der bei der Monte zuletzt in der IRC am Start war,
macht sich parat für die 25 Kilometer, die in dieser ersten Wertungsprüfung quasi zweigeteilt sind. Zwei völlig verschiedene Streckencharakteristika aufweisen. Zunächst nochmal der Blick zurück auf das, was gestern gewesen ist. Thierry Neuville und Nicolas Gilsoll mit ihrem Peugeot 207 haben dem kurzen Eröffnungstag ihren Stempel aufgedrückt. Neuville gewinnt die beiden ersten Wertungsprüfungen am Donnerstag und übernimmt damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Das Auto funktioniert perfekt. Auf der ersten Überfahrt hatte ich zu Beginn einige Schwierigkeiten mit der Abstimmung. Da war mir die Strecke ein bisschen zu uneben. Danach haben wir die Abstimmung umgebaut und es hat perfekt funktioniert. Wir konnten in der zweiten Schleife mehr ans Limit gehen und haben eine echt super Zeit hingesetzt, mit der ich selbst nicht gerechnet hatte. Jan Kopecky und Peter Stary etablieren sich als ärgste Verfolger von Thierry Neuville. Es reicht allerdings nicht zur gleichen Konstanz wie Neuville. Ein zweiter, ein dritter Platz. Das ist die Bilanz von Kopecky nach dem kurzen ersten Tag. Das Auto läuft vernünftig auf der zweiten Position. In der zweiten Schleife habe ich die Abstimmung ein bisschen umgeändert, um vorausschauend zu arbeiten auf den heutigen Tag. Das war leider der falsche Weg. Ich weiß also jetzt, dass ich so nicht weitermachen darf, wie ich gestern Nachmittag agiert habe. Und wir werden unsere Lehren daraus ziehen. Der Bouffier kämpft auf einer der beiden Wertungsprüfungen mit einem Lenkrad, das sich zu lösen scheint. Deswegen muss er etwas vorsichtiger fahren, als es eigentlich auf dem Plan gestanden hat. Kann sich allerdings dann steigern auf die dritte Position auf WP2. Die Prüfungen sind traumhaft, das Auto ist auch sehr gut und es passt auch von der Charakteristik her ausgezeichnet. Ich lerne immer noch die Wertungsprüfung kennen, ich bin zum ersten Mal hier am Start, deswegen habe ich durchaus noch Luft nach oben bei den Zeiten und ich muss morgen vielleicht ein bisschen mehr ans Limit gehen, etwas mehr riskieren. Andreas Mikkelsen lag zunächst nach der ersten Wertungsprüfung noch vor Brian Bouffier auf dem dritten Platz. Auf der zweiten Prüfung dann allerdings ist Mikkelsen nur sechstschnellster. Und damit ist er zu Beginn des heutigen Freitags auf Platz 4. Loix hat die erste Wertungsprüfung völlig verhauen am gestrigen Tage. Dann allerdings auf der zweiten mit einer anderen Abstimmung und deutlich aggressiverer Fahrweise zurückgeschlagen. Platz 2 auf der zweiten Wertungsprüfung. Damit geht Freddy Loix in der Gesamtwertung auf Rang 5 nach vorne. Der Blick in die Fronttriebler-Wertung. Ein Renault von Guglielmi liegt dort in Führung und in der Gruppe N der Schweizer Gonon mit seinem Subaru auf der führenden Position. Das bereits mit erklecklichem Vorsprung. Gestern war es bereits mehr als 30 Grad heiß, als Thierry Neuville sich mit zwei Bestzeiten um 8,9 Sekunden dem Rest des Feldes davongestohlen hat. Es war, auch wenn der Vorsprung es nicht so vermuten lässt, eine durchaus schon kontrollierte Vorstellung des jungen Belgiers. Jan Kopecky, Bouffier und Mikkelsen sowie Loix, die allesamt sehr, sehr eng noch beisammen liegen. Kleiner Abriss dann in Richtung Campana des Lokalmatadoren, der hier aus Korsika stammt, und Bruno Magalhães, der mit viel Untersteuern haderte gestern und überhaupt nicht in die Rallye reingefunden hat. Toni Gardemeister auf der 9. Position und Julien Moron rundet die Top 10 ab. Die ersten 10 von gestern starten heute in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, Sie sehen also gleich in unserer Live-Übertragung Julien Moron und dann Toni Gardemeister und den Rest, bis schließlich Spitzenreiter Thierry Neuville sich in die Bahn schwingt. Gonon auf der 15. Position mit seinem Gruppe N-Auto. Und in 49 Sekunden ist es soweit, dass Julien Moron in die Bahn geht. Das Profil dieser Wertungsprüfung, Armin Krämer als mein Co- und Experte, sehr interessant, da zweigeteilt. Zunächst durch eine Talsohle hinweg, relativ schnell, und dann wird es typisch korsisch. Das ist richtig. Von meiner Seite auch ein herzliches Hallo an alle Rallye-Fans. Die Korsika Rallye, die ja auf dieser kleinen Insel stattfindet, eine atemberaubende Streckenführung hat. Hier auf der dritten Wertungsprüfung 25,15 Kilometer lang
verbirgt sich unter einem schnellen Streckenabschnitt durchs Tal bis auf 300-400 Meter hoch, also relativ flach noch für korsische Verhältnisse. Auf der Wertungsprüfung 4 geht es dann bis 1500 Meter hoch. Aber die Streckencharakteristik ist eben sehr winklige Passagen auf Asphalt, und der Asphalt ist sehr rau. Und bei diesen sehr warmen Bedingungen natürlich reifenraubend. Wir zeigen Ihnen jetzt Wertungsprüfung Nummer 3 und dann heute Mittag ab 12 Uhr Wertungsprüfung Nummer 5. Halten Sie natürlich auf dem Laufenden mit allem, was wir in der Zwischenzeit rausfinden über die WP4 und dann morgen früh wiederum die Zusammenfassung dessen, was noch wichtig gewesen ist, bevor wir dann wieder morgen gleich 3 Wertungsprüfungen zeigen. Wir sind im relativ schnellen und relativ tief gelegenen Streckenabschnitt noch im Tale. Später kraxeln wir dann auf die von Armin Krämer angesprochenen 300-400 Meter empor. Und während Giulio Moron Ihnen hier einen ersten Eindruck verschafft von dem wirklich rauen Asphalt, Sie sehen es, sei der Hinweis gestattet auf unsere Zuschauerinteraktion. Es gibt 3 Möglichkeiten, wie Sie uns hier, das HH heißt, dass er mit harten Reifen ausgerückt ist, sowohl vorne als auch an der Hinterachse. Das ist wahrscheinlich unabdingbar bei diesen Bedingungen, bei dem rauen Asphalt hier, oder? Ja, absolut. Man sieht auch ganz deutlich, dass der Asphalt sehr fleckig ist. Also es ist so, dass dort der Reifen extrem gefordert wird, und auch hier wird ziemlich viel gecuttet. Also das heißt, man fährt in die Kurve hinein. Es wird viel Schmutz herausgefahren für die Nachfolgenden, also nicht unbedingt einfacher. Aber der harte Reifen ist auf jeden Fall die richtige Wahl. Wollte sagen, unsere Zuschauerinteraktion, wenn Sie auf die Eurosport-Seite eurosport.de gehen, dort Motorsport anklicken und dort dann das Forum aufmachen, können Sie direkt Fragen posten, direkt mit Armin Krämer und mir in Kontakt treten. Und wir werden dann im Verlauf der Sendung die von Ihnen gestellten Fragen live beantworten, beziehungsweise, wenn sie uns zu schwierig erscheinen, rausrecherchieren und in einer nächsten Sendung nachreichen. Also eurosport.de, Kapitel Motorsport, und dort dann das Forum aufmachen. Da gibt es einen eigenen Thread, wie es heutzutage so schön heißt, also eine eigene Diskussionsreihe, wo Sie Ihre Fragen reinstellen können. Alternativ können Sie das auch über Twitter oder über Facebook machen, dann über den jeweiligen Auftritt des Magazins Pitwalk. Dort gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Eurosport Events, dem Co-Ausrichter der IRC, und der Zeitschrift Pitwalk, sodass also auch diese Kanäle für Sie offen stehen. Sowohl bei Twitter als auch bei Facebook heißt es dann Pitwalk Media. Oder eben, wie gesagt, der Weg über eurosport.de, Motorsport und ins Forum. Wir werden da auf allen 3 Kanälen ein Auge drauf halten während der Übertragung und während der Live-Zeitnahme und entsprechend bemühen, alles zu bearbeiten. Toni Gardemeister, es ist sein 2. Auftakt auf internationalem Parkett mit seinem eigenen Team im Skoda Fabia. TGS heißt die Mannschaft. Einstand bei der letzten IRC-Veranstaltung. Und jetzt hier der 2. Versuch. Steht vor einer großen logistischen Aufgabe, so ein neues Team mitten im Jahr aufzubauen. Und dann erst recht bei einer Rallye wie hier, wo es nicht einen, sondern 3 Serviceparks quer über die Insel verstreut gibt, wo alles zusammengepackt und wieder aufgebaut werden muss. Kann man sagen, back to the roots, ja. Es geht eben so, dass nicht mehr der zentrale Serviceplatz das Hauptaugenmerk ist für alle Fahrer, sondern man geht halt durchs Land, und das ist viel Arbeit für die Mechaniker, auf- und abbauen und dann natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt wieder am richtigen Ort zu sein. Auch die Fahrer klagen über latenten Schlafmangel, weil die Prüfungen früh morgens beginnen, man früh aus dem Servicepark raus muss, heute bereits vor 7 Uhr Aufbruch, und man kommt, weil die Prüfungen bis in die Nacht, bis in die Dämmerung oder sogar in die Dunkelheit hineinführen, erst spät abends zurück. Dann gibt es noch die Briefings und Besprechungen mit den Technikern, also die Nächte sind kurz hier auf Korsika. Naja, dazu kann man sagen, die soll man nicht rumjammern, die wollten das ja so, und insofern glaube ich, dass sie nicht überlastet sind, überfordert sind. Das ist Rallye-Sport, und wenn man das noch von unserer Zeit sagen darf, das ist ja eigentlich, was einen sowieso fordern muss. Deswegen macht man das ja auch, und letztendlich bringt es natürlich auch den gehörigen Spaß dabei. Bruno Magalhães aus Portugal, Privatfahrer, gestern untersteuern in seinem Peugeot 207. Damit hadert Magalhães schon das ganze Jahr über. Er scheint da irgendwie dieses Autos nicht so richtig Herr zu werden dieses Jahr. Nee, man hat es auf der Monte Carlo gesehen, da kam er gar nicht zurecht. Und ja, es ist natürlich auch so, dass die Leistungsdichte der Super 2000 sehr
sehr eng beieinander liegt und da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen, was die fahrerischen Qualitäten anbetrifft. Maralesch fährt nicht in einem Werkswagen, sondern in einem zwar auf dem neuesten Stand befindlichen, aber privat eingesetzten Peugeot 207. 2 Liter Saugmotoren, Allradantrieb, keine aktiven Differentiale, keine elektronischen Fahrhilfen, keine WIP-Schaltung, sondern eine ganz normal herkömmliche sequentielle Schaltung. Das Ganze hier also noch ready fahren in Reinkultur und vor allen Dingen im oberen Drehzahlbereich. Ja, es ist mit Sicherheit eine absolute Umstellung zu den Fahrzeugen, wie wir sie halt gefahren sind, dass man die Autos mit sehr viel Drehzahl am Laufen halten muss. Und ich habe mich mit einigen auch darüber mal unterhalten, wie, ob man das überhaupt noch lernen kann, wenn man eben so verwöhnt war von den alten WRCs. Es ist schon schwierig, aber man sagt ja auch, wer ein Fahrgefühl hat, der verliert das nicht so leicht, sodass das eben auch ohne weiteres fahrbar ist. Vermissen tun wir an diesem Wochenende das Aufgebot von Skoda Deutschland. Marc Wallenwein war bei der Rallye Monte Carlo am Start. Hier ist er es nicht, denn sowohl Wallenwein als auch Matthias Kahle haben ein anderes Programm dieses Wochenende. Ja, fast zeitgleich, aber doch erst heute Abend beginnt ja die Sachsen-Rallye. Und die Sachsen-Rallye ist ein Riesenspektakel in der Region dort. Und da hat Skoda sich wohl entschieden, dann dort zu starten. Ich glaube, für Marc und für Matthias wäre es sicherlich angenehmer gewesen, wenn sie hier auf Korsika fahren können. Denn letztendlich geht es für Marc darum, sich auch international zu beweisen und auch zu sehen, wo er steht. Aber gut, das sind nicht unsere Entscheidungen gewesen und auch nicht die Entscheidung der Fahrer, sodass sie dann die Sachsen-Rallye allen voran natürlich auch mit den Herbert und Super 2000, der da dabei sein wird, und auch andere starke deutsche Fahrer, die dann sich dort messen werden. Pierre Capana ist mittlerweile unterwegs, Julien Morand und Toni Gardemeister bei der ersten Zwischenzeit bei Kilometer 4,0. Absolut zeitgleich. Und Pierre Capana, der Mann, der hier von Korsika stammt, bei seinem vierten Einsatz mit einem Super 2000, mit einem Peugeot 207. So ein bisschen der Außenseiter-Tipp aufgrund der Ortskenntnis, die er hier genießt. Du sagtest es bei der Sachsen-Rallye, die beiden Skoda Fabia, es ist der erste Einsatz für Matthias Kahle und für Marc Wallenwein mit der neueren Ausbaustufe, also mit der breiteren Spur und einem Motor-Update, wie es hier in der IRC bereits seit Mitte letzten Jahres erfahren wird. Ja, bei Skoda war man sicher, bei Skoda Deutschland in dem Fall, war man sicher nicht einig, was man so macht. Und dadurch, dass es so viele Ungereimtheiten gab, ob nun eine deutsche Rallye-Meisterschaft stattfindet oder eine deutsche Rallye-Serie, ist es auch schwierig für einen Hersteller oder auch gerade für Skoda, sich zu orientieren. Weil da zu viele Befindlichkeiten sind, um mal zu sagen, jetzt machen wir mal eine deutsche Rallye-Meisterschaft, wo eben auch die Richtung vorgegeben wird, dass auch jeder weiß, was ist denn nun diese deutsche Rallye-Meisterschaft. Also ich glaube, dass da viel von der organisatorischen Hand gemacht werden sollte, auch in der Zukunft, damit man eine einheitliche Meisterschaft erfährt und erhält und sich alle auch dementsprechend dann von der Vermarktung und auch von den Fahrerseiten her sich darauf einstellen kann. Da sind die Funktionäre sicherlich sehr, sehr dringend gefordert, dieses Durcheinander im deutschen Dschungel wieder zu lüften. Guy Wilkes, letztes Jahr im Skoda Fabia, jetzt hier bei seiner dritten Rallye im Peugeot 207. Nachfolger des Zumini in die Weltmeisterschaft gewechselten Chris Meek. Gestern und heute mit den Erwartungen zurückgeblieben. Pierre Capana kann mit seiner Ortskenntnis Guy Wilkes unter Umständen sogar zusetzen. Schauen wir mal auf die Zwischenzeiten. Bei Kilometer 4, wenn die beiden da durchpfeilen, bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Auf Französisch finden, dann würden wir das auch verstehen, aber eine sehr energische Damenstimme, also hört sich auf jeden Fall gut an.
Ja, wenn man da Pierre Campana ist, dann widerspricht man tunlichst nicht, sondern macht genau das, was die Dame sagt. Ist ja auch Sinn der Aktion als Beifahrerin. Absolut. Ungewohnt, die langen Geraden, die Sie hier aus der Onboard-Perspektive sehen. Das ist immer noch das erste Geflitze am Tal entlang, bevor es dann auf diese winkligen Serpentinen geht. Hier ist noch Top-Speed, hier ist noch Höchstgeschwindigkeit gefragt. Insgesamt aber nicht so schnell wie bei der Rallye Monte Carlo übersetzt die Autos, weil man natürlich ein bisschen mehr auf die Serpentinen bauen muss und da eher auf die Ganganschlüsse setzt als auf reine Endgeschwindigkeit. Freddy Leux am Start und ja, gestern konnte er auf der zweiten Prüfung schon mal sein Leistungsspektrum zeigen und ich denke, auf der ersten Prüfung am gestrigen Tag, da war er ein bisschen angesäuert und hat einiges an der am Setup noch verstellen können, sodass er dort sich doch eingestellt hat. Ich glaube, wir werden hier schon mit der ersten sehr, sehr guten Zeit rechnen können, denn Fast Freddy, wie man ihn ja auch nennt, hat auf jeden Fall diesen Umsprung vom WRC, vom alten Modell, wenn man das so sagen kann, in den neuen Super 2000 exzellent gelöst und fährt hier oder auch in den vergangenen Veranstaltungen extrem stark mit. Du hast gerade das magische Wort Setup schon mal angesprochen, was hier auch durch den Servicepark wabert die ganze Zeit. Schauen wir wieder auf die Zwischenzeiten. Guy Willicks hat sich bei Kilometer 4 jetzt zunächst einmal um 4 Sekunden abgesetzt. Und dahinter sind Moron, Gardemeister, Maralej und Campana allesamt zeitgleich. Willicks also der Erste mit einer Bestmarke. Das sind auf 4 Kilometer schon Welten, das ist eine Sekunde pro Kilometer. Also da kann man mal sehen, wie dort auch die Zeiten herausgefahren werden können. Nur ich glaube, da werden noch der ein oder andere noch eine bessere Zeit auf den ersten 4 Kilometer hin donnern. Zeigt im Prinzip ja, dass Wilkes dann doch der Erste der ersten Liga ist, nämlich der regulären, der regelmäßigen Teilnehmer mit Werksunterstützung bei Kilometer 8,0. Und da spielt Campana jetzt seine Ortskenntnisse aus, indem er nämlich 4 Sekunden schneller ist als der immerhin schon WM-gestählte Finne Toni Gardemeister. Wollte ich gerade sagen, Thema Setup wurde gestern viel diskutiert. Der eine sagt, das Auto bewegte sich zu viel, die Karosserie bewegte sich zu viel, rollte zu sehr. Andere sagten, auf den bumpigeren, also auf den welligeren Streckenabschnitten zu viel Unruhe im Auto. Was muss denn ein Auto hier auf Korsika speziell können, um schnell zu sein? Ja, ich gehe davon aus, dass wir, auch wie Sie es hier sehen, gestern ähnliche Verhältnisse waren. Also man hat wechselnde Bedingungen von welligen, schmalen Passagen. Dann, wenn man in die Kurve rein cutten kann, dann kommt Sand auf die Bahn. Dann, wenn man dort die Ideallinie trifft, führt es dazu, dass es ein schnelles Übersteuern kommt, zu einem schnellen Übersteuern kommen kann. Im Prinzip dieser Kompromiss, den wir brauchen als Fahrer, wo man das Gefühl hat, man beherrscht das Auto, das ist bei allen Bedingungen, die man so hat, dieser magische Punkt. Aber hier sollte man das Auto halt so abstimmen, dass es nicht zu hart ist auf dem Heck, damit das Auto auch arbeiten kann. Dann kommt noch die große Variable, der Parameter des Reifenverschleiß hinzu. Also man muss auch da einen Kompromiss eingehen, man eigentlich nicht unbedingt eingehen möchte für eine optimale Straßenlage. Na gut, das ist ja so dieser Punkt, wie weit kann ich das Auto belasten und auch den Reifen dementsprechend, dass er bis zum Ende hält. Und wir müssen ja immer auch diese Situation im Hinterkopf haben, dass es zwei Wertungsprüfungen sind, die jetzt aktuell gefahren werden müssen. Also die Reifen müssen Runde 50 Kilometer Wertungsprüfung durchhalten. Das nützt einem halt nichts, wenn man auf der ersten Prüfung alles gibt, was man natürlich tun muss, aber insofern, dass man den Reifen aufarbeitet und man hat nachher zum Ende nichts mehr. Strategie ist gefragt, Reifen einteilen ist gefragt. Freddy Leux, der neue Spitzenreiter bei Kilometer 4, derweil bei Kilometer 8 hat Guy Willicks von seinen einstmals 4 Sekunden Vorsprung gleich 3 wieder verloren. Also Campana im zweiten Sektor, relativ der schnellste von allen. Ja, Campana, du sagtest es, hat Ortskenntnis, das hilft absolut. Und der wird da schon über Monate, muss ich sagen, aber über Wochen darüber gefahren sein, um dann sich das optimal vorzulegen. Und da glaube ich, dass er auch in dem Sektor unter den ersten 5 eine große Rolle spielen wird über den Verlauf der Rallye. Spannend dürfen wir dann allerdings sein auf die Zeit, die Freddy Leux gleich raushauen wird. Nach
den wir dort im ersten Streckenabschnitt schnellster war. Aber die versammelte Spitze inklusive seines belgischen Landsmanns Thierry Neuville, die kommt ja erst noch. Kilometer 4, Leux eine Sekunde vor Wilkes, dann Mikkelsen, der sich da zwar vorne reingeschoben hat, aber auch eine Sekunde auf Leux wiederum verliert. Atemberaubende Bilder, muss man wirklich sagen, da geht dann das Herz auf, wenn man als Rallye-Sportler sowas mitsehen darf. Und natürlich der Rallye-Fan, da hoffe ich, dass es denen auch ähnlich geht, weil ich sag mal, sowas haben wir früher natürlich erhofft, dass man so eine Live-Berichterstattung macht. Und es ist toll, dass Eurosport das so umsetzt und hautnah dabei zu sein, was man sonst von außen vielleicht nicht so sehen kann, das ist doch sensationell. Die erste Zeit im Ziel von Julio Moran, 15:35,5 über diese 25 und ein bisschen Kilometer. Eine Richtschnur zwar, aber keine, die allzu lange Bestand haben wird. Moran in diesem privat eingesetzten Vorzugester. Das war auch der letzte technische Stand, was Motor-Update, was Auspuffführung und so weiter anbetrifft. Aber es reicht nicht ganz, um hier wirklich in die Spitze reinzufahren. Das ist auch kein regulärer Teilnehmer in der IRC, sondern nur in der französischen Rallye-Meisterschaft unterwegs. Julien Moran. Eine sehr, sehr schnelle Wertungsprüfung, schneller als viele wahrscheinlich erwartet haben. Wir müssen einen Kompromiss eingehen bei der Abstimmung und auch bei der Art und Weise, wie wir die Reifen rannehmen. Und deswegen haben wir in gewissen Abschnitten nicht so viel riskiert, wie wir das theoretisch hätten tun können. Wir wollten die Reifen nicht überfrachten, nicht überfordern, bereits auf dieser allerersten Wertungsprüfung. Denn wir haben ja jetzt gleich noch eine bis zum Service dann. Sehr hart auch für die Bremsen und für die Reifen. Und er möchte dann bei der nächsten Wertungsprüfung ein bisschen aggressiver und auch ein bisschen präziser fahren. Andreas Mikkelsen im Skoda Fabia. Und Beifahrer Olaf Löhne bei der Rallye Monte Carlo. Früh ausgeschieden, unbotmäßig früh ausgeschieden. Dann allerdings mit einer nationalen Rallye das Selbstbewusstsein wiedergefunden, was er braucht, um hier zu fahren. Erfolgreich zu fahren. Nicht nur er, sondern auch sein Beifahrer Olaf Löhne hat sich ganz besonders vorbereitet, nämlich mit einem Stockcar-Rennen in Oppland, einem kleinen Dörfchen in Norwegen. Docker heißt das Örtchen ganz genau. Und er hat dieses Stockcar-Rennen gegen 137 Teilnehmer bei einem Rallycross-Wettbewerb für sich entscheiden können. Also der Beifahrer kann es auch. Toni Gardemeister um 3,6 Sekunden geschlagen von Julien Moran auf dieser Prüfung. Das wundert mich eigentlich schon. Der Toni ist normalerweise jemand, der sich dann auch schneller an dieses Auto gewöhnt. Und Maureen ist hier kein Maßstab jetzt für die Leute, die jetzt im hinteren Sektor kommen. Und er gibt sich viel Mühe mit dem neuen Team. Die Zeiten sind aber leider nicht so optimal. Ich habe versucht, ans Limit zu gehen, aber wir sind trotzdem langsamer als er. Wir müssen noch irgendwas finden bei der Abstimmung oder auch in mir selbst, um da weiter nach vorne zu fahren. Wir müssen das Auto deutlich härter abstimmen. Das ist also einer von denen, die zu weich gegangen sind, mit den damit verbundenen Nachteilen. Vermutlich, ich denke, er muss auch ein Selbstvertrauen finden zum Auto. Ist jetzt eine zweite Rallye und wenn man auch sehr lange nicht so aktiv war, glaube ich, ist es schwieriger, noch wieder an die Spitze heranzufahren und dieses Gefühl für dieses Super 2000 zu bekommen, dass man eben doch diesen schwierigen Bedingungen, also diese Asphaltbedingungen sind fürs Auto schon und für das Gefühl sehr, sehr wichtig, das abzustimmen. Schöner Trip, nicht besonders schnell wahrscheinlich, aber schön sieht's aus.
dass er dann auch dort letztendlich dann bessere Zeiten fahren kann, der Premier-Meister. Schnell in der Tat nicht. Eine Sekunde verloren auf Guy Wilkes. Brian Bouffier, fünftschnellster allerdings. Mit in derselben Gruppe drin, die hier um eine Sekunde hinter dem zwischenzeitlich führenden liegt. Aber er ist nie gefahren hier auf Korsika, obwohl er Franzose ist. Er kennt das Terrain allerdings als Schotterspion für Nicolas Bouillaus aus dem Jahre 2006. Bei der nächsten Zwischenzeit Wilkes vor Campana. Und Magalhães sich bereits dem Ziel nähert. Und noch mehr Zeit verliert. Also Julien Morand bleibt vor Toni Gademeister und Bruno Magalhães. Zu dem Drift, den wir beim Bouffier gesehen haben. Also dadurch schont man die Reifen natürlich auch nicht so wahrlich. Aber gut, wenn man so einige Fahreigenschaften vom Bouffier gesehen hat, das Heck hinten ist sehr, sehr leicht gewesen und tänzelte, sodass man da eben auch das Auto nicht so richtig auf die Linie bringen kann. Bremsprobleme schon wieder, genau wie auch am gestrigen Tage. Ich musste in den Serpentinen ganz, ganz langsam fahren, weil ich überhaupt keine Verzögerungsleistung mehr gehabt habe. Auch nicht gerade angenehm. Ohne Bremse oder wenig Bremse ist immer ganz schlecht, weil man dann noch kein Vertrauen mehr hat zum Auto und dann ja, lässt man halt die Zeit liegen. Ist bloß verwunderlich, entweder vielleicht bremst er zu viel mit dem linken Fuß, dass eben sich die Bremse halt auflöst und man dadurch gerade bei den Bedingungen hier dann die Bremse verliert. Jetzt die erste Hammerzeit von Campana, 15:20,1. Das ist, glaube ich, der erste halbwegs belastbare Wert von Julien Campana bei seinem, ich sagte es, jetzt vierten Einsatz mit diesem Peugeot 207. Lyon Charbonnier hatte letztes Jahr gefahren, dazu zwei kleinere Rallyes in Italien im Super 2000. Jetzt hier erster Auftritt vor großer Kulisse. Campana übernimmt in der Zwischenwertung hier die Führung und mit einer Zeit, die durchaus vielversprechend ist. Und meine Bremse ist ebenfalls am Ende, und zwar schon relativ schnell nach den ersten Kilometern. Also die Bremse, wenn er das so gesagt hat, da sieht man aber, wie die Welten zwischen Magalhães und ihm liegen. Das sind dann fast schon 35 Sekunden, sodass er in der Campanada mit Sicherheit besser sein hätte können, aber in der Superzeit gefahren hat, keine Frage. Das ist schon mal, eine Achtungszeit für diese Wertungsprüfung. Jetzt hat er hier allerdings bei der Zwischenzeit 7 Sekunden aufgebrummt bekommen von Guy Wilkes. Das heißt, wenn Wilkes gleich im Ziel ist mit seinem Skoda Fabia, dann setzt es eine neue Bestzeit. Es sei denn, es passiert auf den letzten Meter noch was. Unterwegs derweil mit der absoluten Spitze Jan Kopecky, der Zweitplatzierte, der allerdings eine Sekunde verliert auf den ersten 8 Kilometern. Das ist keine Welt. Aber zumindest ist Kopecky hier nicht so überlegen, wie man das eigentlich von einem Werksfahrer im Status eines Asphaltspezi normalerweise erwarten dürfte. Guy Wilkes im Ziel, 15:20,1. Natürlich unterbietet er diese Zeit um 10,1 Sekunden. 15:10,0. Jetzt die neue Bestzeit von Guy Wilkes. Damit ist der Brite im Kronos Peugeot 207 der neue Spitzenreiter in der Zwischenwertung dieser Etappe, dieser Wertungsprüfung. Aber die ganz großen Jungs, die kommen ja noch. Zum Beispiel Jan Kopecky, zum Beispiel auch Spitzenreiter Thierry Neuville. Keine Probleme mit den Bremsen. Wir sind aber mit 2 Ersatzrädern losgefahren, aus Sicherheitsgründen. Deswegen hat das Heck ziemlich viel gerutscht in den schnellen Passagen. In den langsameren war es besser, aber es hatte... Ein Rad wiegt etwa 20 Kilogramm. Und das hat natürlich einen Massenträgheitsmoment in den Kurven. Und die Gewichtsverteilung des Autos ändert sich entsprechend. Und deswegen ist es nicht einfach, da mit so einem Ersatzrad klarzukommen. Ist das wirklich so dramatisch? Gut, dafür hat er erstmal schon mal eine gute Zeit hingelegt. Also das
ist mit Sicherheit so, dass so ein zweites Reserverad erstmal für die Psyche unwahrscheinlich wichtig ist. Also das heißt, wenn du sagst, ich muss mit dem zweiten Reserverad, dann hast du einen Nachteil. Das geht erstmal schlecht. Nachteil ist immer schlecht, wenn die anderen mit einem Rad losfahren. Letztendlich vom Gewicht her, 20 Kilo sind in der Super 2000 Kategorie auch schon Welten. Wenn man das so mal sieht. Oh, hier haben wir leider jetzt nicht gesehen, wer das war. Aber ein leichter Dreher. Glücklicherweise nicht viel passiert. Und zwar vom Spitzenreiter von Thierry Neuville. Also durchaus interessant. Neuville also dreht sich, muss rangieren. Wende in 3 Punkten machen. Und das kostet natürlich Zeit. Und das könnte Jan Kopecky zur Ehre und vielleicht zur Führung gereichen. Denn so riesig war der Vorsprung nicht. 8 Sekunden sind dann schnell weg. Das ist richtig. Und das hat mindestens 10 Sekunden gedauert. Vielleicht, wenn er viel Pech hatte, hat man vorne noch einen kleinen Einschlag gehabt, sodass dann vielleicht im Kühlsystem was beschädigt wurde. Da wollen wir mal das im Auge behalten. Leuk zum 8,7 Sekunden langsamer als Guy Wilkes. Zweitschnellster. Aber 8,7 ist auf 25,5 Kilometer. 1,5 Kilometer durchaus schon eine Nummer. Absolut. Und so viel zum Thema zweites Ersatzrad. Damit geht es halt auch. Ja, vielleicht sagt er das gleiche, er hat 4 mit. Gut, wenn er 4 dran hat, ist auch in Ordnung. Aber so you lose a position on him now. I don't know. It's a lot because I have a quite good feeling in the middle of the stage, but in der Mitte kam es mir eigentlich sehr schnell und sehr gut vor. Dann allerdings bei der letzten Abfahrt, da hat irgendwie das Vertrauen ins Auto gefehlt und ich bin überrascht, dass ich so schlecht war. Warum es so ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Damit hat Leuk also in der Tat eine Position verloren auf Guy Wilkes in der Gesamtwertung. Wilkes nach wie vor der Mann, der die beste Zeit hält. Unterwegs mit Thierry Neuville. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich so früh in der Prüfung dreht, wie ihm das passiert ist, ist das auch ein bisschen einen kleinen Knacks hat für die Psyche, gerade bei so einem noch relativ jungen Mann wie ihm. Absolut. Wenn man mit so viel, mit einer geschwollenen Brust vor der Prüfung steht, ich habe jetzt 2 Prüfungen gestern souverän gewonnen und jetzt geht es voran, dann nach 3-4 Kilometern sich dann eindreht, das ist zerrt schon am Nervenkostüm und ich hoffe mal, dass er das irgendwo bündeln kann. Man hat in vorherigen Einstellungen gesehen, dass er unwahrscheinlich viel korrigieren musste, auch in den Kurven. Also ja, das dauert dann noch eine gewisse Zeit, ehe er dann wieder das Maximale leisten kann. Wobei man sieht hier, dass das Auto nicht beschädigt wurde. Das ist eigentlich schon mal die halbe Miete, um dann auch wieder die nötige Pace zu finden. Kein Einschlag. Jetzt zunächst einmal die nächste Zeit von Mikkelsen. Auch der ist geschlagen von Guy Wilkes. Andreas Mikkelsen, der junge Norweger, 8,2 Sekunden langsamer, damit Zweiter in der Zwischenwertung dieser Wertungsprüfung. Andreas, good morning. Good feeling on the stage. Links läuft Thierry Neuville weiter. Wald. Bin nicht so richtig zufrieden. Wir sind ein bisschen mit zu hoher Bodenfreiheit gefahren, deswegen hat die Karosserie sich zu viel bewegt. Auch 2 Ersatzreifen dabei. Ja, die Sache, warum nimmt man eigentlich 2 Ersatzreifen mit, ist ja immer auch eine Frage. Wenn auf der Vorderachse die Reifen so weit runtergefahren sind, kann man sie zur nächsten Prüfung alleine mit Bordwerkzeug halt wechseln und man hat dann eben die Möglichkeit auf der nächsten Prüfung weiter zu attackieren und muss nicht sagen wir mal den Reifen jetzt so weit einteilen, dass er dann die zweite Prüfung auch durchhält. In der Regel nimmt man dann ja wahrscheinlich die hinteren Räder nach vorne oder vorne ganz neue. Also das ist auch vom Fahrer und Fahrer unterschiedlich. Wir haben es eigentlich so gehandhabt, dass man vorne dann die neuen aufmontiert hat und im hinteren Bereich, die ja nicht zu sehr beansprucht gewesen sind, dann gelassen hat. Thierry Neuville in den Serpentinen, 11:01 die Zeit, die er mittlerweile unterwegs ist. Ins Ziel, Fortier, 2,3 Sekunden langsamer als Wilkes. Also auch in dem Sektor, dass er
seine Klasse zeigt und beweist. Aber Guy Wilkes absolut mit einer souveränen Leistung auf der ersten Prüfung am heutigen Tag. Das ist schon beeindruckend. Brian, deux roues de secours, c'est difficile. Écoute, je t'avoue, j'ai pas trop ressenti la différence. La voiture engage un petit peu, pas mal. Je pense j'ai un peu trop durci ma voiture. Il y avait pas mal de goudron en ligne, je souvirais beaucoup. Je suis pas certain d'avoir très bien roulé, on va voir, mais belle spéciale. Das ist also Brian Bouffier, zwei Ersatzreifen dabei und er hat das Auto härter gemacht an der Hinterachse, weil sehr viel loses Geläuf oben auf dem Asphalt drauf liegt und das hat es gemacht. Es gibt dabei die ersten Einträge bei uns im Eurosport Forum und zwar gibt es Pläne für einen deutschen IRC-Lauf. Und soll die Rallye Monte Carlo nächstes Jahr wieder zur IRC gehören, weil es da mal Gerüchte gab, dass die zur WM zurückkehren soll. Das ist richtig. Und wenn man sieht, was zurzeit auch in der Rallye-Weltmeisterschaft passiert, wird man sicherlich nicht drum herum kommen, die Rallye Monte Carlo wieder in die Rallye-WM zu holen. Und mein Kenntnisstand ist so, nächstes Jahr auf jeden Fall nicht. Nächstes Jahr wird die IRC auch wieder mit der Rallye Monte Carlo beginnen. So weiß ich es auch, vor allen Dingen, weil die Organisatoren der Rallye Monte Carlo, genau wie jene hier auf Korsika, ganz erpicht und ganz stolz darauf sind, dass sie ihr altes, traditionelles Format wieder fahren können, wie es früher mal gewesen ist, also mit der Nacht der langen Messer, mit Service Park in Valence und in Monte Carlo. Das wird nächstes Jahr auf jeden Fall noch den IRC-Auftakt bilden. Und deutsche IRC-Veranstaltungen, da ging es mal darum, dass in der Lausitz unter Umständen was geplant sei. Das hat sich aber, glaube ich, im Sande verlaufen mittlerweile. Das ist so richtig, was du sagst. Es ist viel geredet worden darüber. Es war auch schon mal eine Rede, die Rede darüber, ob die Deutschlandrallye dementsprechend IRC-Lauf wird. Aber jetzt Jan Kopecky mit 12,2 Sekunden Rückstand zu Guy Wilkes. Also auch er konnte nicht das erfahren, was er vielleicht wollte, nämlich eine Bestzeit. Und 12,2 Sekunden ist schon eine ganze Menge für ihn. Das ist ein ziemlicher Schlag ins Kontor für den einstmals Zweitplatzierten. Dessen zweiter Platz beginnt da unter Umständen jetzt schon zu wackeln. Jan Kopecky verliert 12,2 Sekunden. Der Tscheche im Skoda Fabia nicht gut genug sortiert auf dieser Prüfung. Mal schauen, was jetzt nachher Neuville auf die Reihe kriegt, trotz seines Drehers. In der Mitte eine sehr anspruchsvolle und sehr enge Prüfung. Und deswegen bin ich lieber ein bisschen vorsichtig gefahren, um keinen Crash zu riskieren. Ich glaube, um die Frage zu beantworten oder weiter auszuführen, solange der deutsche Rallye-Sport nicht sein eigenes Haus in Ordnung bringt, werden sie es auch nicht schaffen, da eine IRC-Rallye irgendwie reinzubringen, oder? Absolut, ja. Das ist ja auch eine Sache, wo von außen oder von internationaler Seite drauf geschaut wird, wo ist dort im nationalen Sektor die Linie drin. Die IRC hat seine Daseinsberechtigung und wird sich auch weiter etablieren. Und es wäre schön und wünschenswert, dass so ein Lauf nach Deutschland käme. 15:10:0, halten Sie sich die Zeit vor Augen, liebe Zuschauer. Das ist die Bestmarke von Guy Wilkes. Sie haben ja live zu Gast als Thierry Neuville, der deutschsprachige Belgier, sich gedreht hat. Gleich auf den ersten Kilometern. Zeitverlust erklecklich. Vorsprung auf Kopecky waren 9 Sekunden. Kopecky hat eine schlechte Zeit hingelegt. Neuville kommt natürlich nicht an die Marke ran, die Guy Wilkes gesetzt hat. Aber so allzu groß ist der Zeitverlust dann doch nicht. Wenn Kopecky vernünftig gefahren wäre, dann hätte er die Führung übernehmen können. So allerdings nicht. Tja, 13,3 Sekunden Rückstand auf Wilkes. Das ist wahrscheinlich exakt die Zeit, die er gebraucht hat, um wieder aus der misslichen Situation herauszukommen, den Rückwärtsgang einzulegen, damit er wieder auf die richtige Richtung kam. Also schade für ihn, da hat er was liegen lassen, was nicht hätte sein brauchen. Aber wir haben ja noch den ganzen Tag und morgen auch noch. Ich denke, da wird es noch spannend. Trotzdem bleibt Thierry Neuville in Führung, während Jan Kopecky eine Position in der Gesamtwertung verliert und jetzt nur noch Dritter ist. Neuville bleibt auf Platz 1, trotz des erklecklichen Zeitverlusts mit seinem Dreher. Et j'ai préféré Thierry le frère parce que
on ne voulait pas prendre le risque de sortir ou planter, donc c'est pas grave, mais le plus pire, c'est qu'on a perdu les freins à l'arrivée. Et j'ai perdu tellement temps. Wir haben noch zwei Fragen, die wir nachher aufarbeiten werden. Zunächst aber die Übersetzung des Interviews von Thierry Neuville. Es war kein Problem im Aufschrieb, aber am Ende waren auch bei ihm die Bremsen am Ende, sodass er viel, viel Zeit verloren hat. Also die Frage von Manuel N. nach dem deutschen IRC-Lauf unter Monte haben wir beantwortet. Jetzt noch die Frage von Mitch, ebenfalls im Eurosport-Forum. Was Neues zu Franz Wittmann, nachdem dessen Karriere ja zerschellt ist, zumindest IRC-mäßig. Also ich hatte das so vernommen, dass er leider kein Budget mehr zusammenbekommen hat, um weitere IRC-Läufe zu fahren. Das ist sicherlich schade, aber wenn man eben diesen finanziellen Background nicht hat oder auch die Sponsoren, die das dementsprechend unterstützen, dann ist es leider so, dass man dann lieber dann den Stecker ziehen muss, als wenn man sich dann in den finanziellen Ruinen begibt. Das Team von Ronald Leschorn, das im letzten Jahr die Einsätze gemacht hat, was passiert dort gerade? Der Ronald hat ja sehr viele Kunden, die auch die Fahrzeuge mieten können bei ihm. Er ist sehr viel in Osteuropa unterwegs mit den Peugeots, aber auch mein Kenntnisstand ist, dass er auch sehr viel im IRC-Bereich gemacht hat, auch gerade bei der Monte Carlo war er auch dabei. Wir schauen derweil auf die Privatfahrer, die hier jetzt nach den Top 10 zunächst einmal in die Bahn gehen. Gespannt bin ich, ob wir nachher noch das Auto von Manfred Stohl sehen. Toshihiro Arai, diesen neuen R4 Subaru Impreza. Ein Auto, das nach neuen Regeln aufgebaut ist. Ja, diese Regeln, die sind manchmal verwunderlich. Eigentlich ist es ja so, dass man mit dem PWRC, das ist ja so, dass die Gruppe N-Fahrzeuge, Mitsubishi Evo 10 aktuell oder auch der Subaru, in diesem Sektor fahren. Man wollte den Anschluss zur Super 2000 wieder erhalten und hat versucht, das Auto zu modifizieren, etwas leichter zu machen. Das ist leider bei Mitsubishi noch nicht so gelungen. Wir haben letztes Wochenende war die Rallye Sardinien, da ist die Rallye Italy, hat das Auto bei Mitsubishi zum ersten Mal eingesetzt. Da hat man diesen Quantensprung, der da folgen sollte, nicht bemerken können. Die ältere Generation, die Gruppe N-Fahrzeuge waren eigentlich schneller gewesen. Und hier hofft man jetzt zu erfahren, was man bei Subaru machen kann. Der Patrick Sandell schleicht dahin, gerade aktuell. Doppelstarter in der Super 2000 WM. Und hier, ich dachte aber auch, dass der langsam unterwegs ist, der ehemalige Juniorenweltmeister aus Schweden. Patrick Sandell mit einem Skoda gesetzt. Sie sehen es von Skoda Schweden. Die Importeure von Skoda leisten da ganze Arbeit. Skoda Deutschland ausdrücklich mit eingeschlossen. Genauso wie auch die Peugeot-Teams hier vorbildlich arbeiten und agieren, die Autos einsetzen im Importeursauftrag. Aber auch nicht da, wo er eigentlich sein sollte. Das Auto rutscht mir viel zu sehr. Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen was an der Abstimmung verändern. Gegen Ende der Rallye, da werden wir vielleicht reinkommen. Aber so richtig bin ich noch nicht zufrieden mit dem, wie wir uns bis dato schlagen. Bestätigt damit das, was du gesagt hast. Das hier der schnellste in der Fronttrieblerwertung. Guglielmi, Platz 13 insgesamt, 14. im Gesamtklassement. Er wird damit seine Spitzenposition in der Fronttrieblerwertung der internen weiter verteidigen, respektive wahrscheinlich sogar weiter ausbauen. Die Zeit von Guglielmi für einen Fronttriebler in seinem Renault Clio R3 aller Ehren. Vielleicht noch einmal ganz kurz darauf zurückzukommen, was die R4 und PWRC Unterschiede sind. Also im Kern ist es so, dass das Auto leichter gemacht werden kann. An Aufhängungsteilen können Gewichte dementsprechend reduziert werden und Motorhaube, Türen etc. werden dementsprechend modifiziert. 50 bis 60 Kilo soll das Ganze bringen, hat aber wie gesagt zurzeit nicht so den Effekt. Schwierigkeiten mit den Reifen beklagt der Fronttriebler-Pilot in den Bergabpassagen. Ist natürlich kein Wunder, denn gerade beim Fronttriebler müssen die vorderen Reifen sowohl die Lenk- als auch die Beschleunigungskräfte voll aufnehmen, und dass die in die Knie gehen, eher als beim Allradler, ganz klar.
Das ist ein klassischer Gruppe N, noch nicht der neue R4, nämlich ein Subaru Impreza, noch in der Langheck-Version vom Schweizer Gonon, der mehr als nur souverän die Gruppe N-Wertung hier anführt und das mit dieser Zeit auch manifestiert. Ja, da kann man auch deutlich erkennen, dass der Umstieg damals zu dem Coupé eigentlich auch nicht das gebracht hat, was Subaru sich erhofft hat. Und dieser alte Impreza in Anführungsstrichen leistet hier noch sehr gute Arbeit mit dem Fahrer zusammenhängend. Ja, eine Bestzeit oder mal sehen, was der Toscher Ehre dann letztendlich rausfährt, aber doch sehr, sehr positiv. Florian Gonon aus der Schweiz, der souveräne Spitzenreiter in der Gruppe N-Wertung. Er bleibt das auch nach dem dritten Durchgang. Erinnere mich ein bisschen an die Prüfungen in meiner Heimat. Ein sehr guter Rhythmus, ein sehr gutes Gefühl. Toshihiro Arai, da haben wir das Auto von Stohl. Das Team von Manfred Stohl, das in diesem Jahr, wenn auch nicht offiziell, doch als Subaru-Werkspartner auftritt. Und die Zeit von Arai, die ist gar nicht so verkehrt mit diesem R4 im Vergleich zum Gruppe-N-Auto von Florian Gonon gerade gesehen. Der Wagen natürlich noch ganz am Anfang seiner Entwicklungsphase, scheint aber schon besser sortiert zu sein als der Mitsubishi, den wir letztes Wochenende in der Weltmeisterschaft sahen. Absolut, so sieht es aus momentan. Und vielleicht ist es hier so, dass man beim Subaru doch intensiver an dem ganzen Thema gearbeitet hat. Mal sehen, was er sagt. Schwer zu sagen, was wir hier rausholen können. Wichtig ist, dass wir die Rallye hier beenden, denn für uns zählt jeder Testkilometer. Allzu sehr haben wir nicht testen können im Vorfeld. Wir müssen noch mehr fahren, auch wenn wir schon einiges rausgeholt haben. Ja, Toshi Arai ist ja auch mittlerweile ein Rallye-Veteran. Aber gut, ich denke, dass man auch in dieser Testphase Leute dort braucht, die Erfahrung haben und die dementsprechend auch die Signale den Teams geben, wie man das Auto weiterbringt. Also wenn er wirklich mal auf Top-Zeiten fahren soll, dann ist Toshi Arai sicher nicht mehr der geeignete Mann aufgrund seines Alters. Aber die Routine, die kann er hier natürlich einsträumen, um entsprechend die Entwicklung im Stohlteam voranzutreiben. Al-Raji aus Saudi-Arabien mit Mathieu Boimel. Den kennen Sie noch von unseren Eurosport-Dakar-Übertragungen aus der Wüste als unseren dortigen Experten. Hier fährt er jetzt in diesem Peugeot 207 mit einem regelmäßigen Starter aus der asiatisch-pazifischen, also der Rallye-Meisterschaft des Nahen und Mittleren Osten, Al-Raji. Es war ein bisschen zu rutschig gestern. Ich habe das Auto etwas höher gedreht im Vergleich zu gestern von der Standhöhe. Prinzipiell sehr schöne Wertungsprüfung. Jetzt gleich der nächste, der Fronttriebler, die natürlich eine völlig andere Fahrphysik und eine völlig andere Fahrdynamik haben als ein Allradler. Ja, du sprachst es vorhin kurz an, dass natürlich die Vorderachse unwahrscheinlich belastet wird durch den Antrieb auf der einen Achse und natürlich Bremspunkt, Einlenk- und Beschleunigungsweg ist eine ganz andere Fahrdynamik. Und auf dem Schotter, wenn man da dieses Linksfußbremsen, was man früher sich da von den Finnen abgeguckt hat, richtig drauf hatte, dann war das eigentlich kein Problem, ob man dann mit dem Fronttrieber unterwegs war oder Hecktrieber, wobei der Fronttrieber dadurch viel besser eingelenkt werden konnte. Das ist eine Fahrdynamik, die auch sehr speziell ist und absolut abweicht von dem eigentlichen Allrad. Stefano Albertini, derjenige, der jetzt hier befragt wird. Kleines Problem mit der Abstimmung. Wir fahren zum ersten Mal mit dem Megane hier und wir müssen noch ein bisschen was lernen. Jean-Jacques Padovani im Citroën DS3 R3. Jenes Auto, das auch Harry Hunt fährt. Einer der absoluten Favoriten auf diese interne Wertung. Hier ein Jungtalent aus der Insel. Padovani, Privatfahrer aus Italien. Jean-Jacques, bonjour. La Citroën se comporte bien sur ces étapes? Oui, on a réglé, je pense, le problème de pneus. On était parti trop dur dans le fendre. Et là, je pense que ça va mieux, ça va nettement mieux. Là. Ok, merci.
Yeah, the problem, the issue with the tires, they were a bit too hard, so they changed the compound. Zu harte Reifen gewechselt, deswegen werden jetzt nachher weichere Mischungen aufgezogen. Beim Franzosen Jean-Jacques Padovani, Eric Fourmi, seinem Beifahrer im DS3 R3T. Nicht zu verwechseln mit dem DS3 aus der Rallye-Weltmeisterschaft. Das hier ein Fronttriebler, der DS3 von Sebastian Loeb und Konsorten natürlich ein Allradler. Clio im Ziel, und zwar mit wehenden Fahnen. Ja, diese Klasseneinteilung, dieses für den Außenstehenden sicherlich nicht ganz einfach. WRC Super 2000, PWRC, worüber wir hier reden, R3, R4, das ist schon ein bisschen schwierig. Aber man kann hoffen, dass eben auch von Seiten der Vier das so weiter strukturiert wird und sich irgendwann dann mal auf drei Kategorien geeinigt wird. Und dann das sind die Kategorien, die auch der Außenstehende versteht. Denn das ist, glaube ich, mit das Schwierigste so bei der Übertragung vom Rallye-Sport, dass es dann diese Klassifizierung schwer einzuordnen sind. Das hier ist jetzt ein Clio R3, also dieselbe Kategorie wie der gerade gesehene Citroën DS3. Auch der sagt, am Ende der Prüfung gingen die Reifen ziemlich in die Knie. Können sich jetzt, wenn er keine zwei Ersatzreifen im Kofferraum hat, ein bisschen erholen. Es gibt eine kleine Pause bis zur nächsten Wertungsprüfung. Also wenn die einmal auskühlen, dann mag vielleicht noch was gehen bei der nächsten Prüfung, oder? Ja, bei den Fronttrieblern ist es ja so, die können zum Beispiel von hinten nach vorne wechseln, weil sie im hinteren Sektor mit Gemüse beansprucht worden sind, die Reifen, sodass sie dann auch wieder auf etwas frischeres Material bauen können bei der nächsten Prüfung. Jean-Marc Sanchez, ein Mitsubishi Lancer Evo 9. Damit springen wir wieder in die Gruppe N, der Turbo- und relativ seriennahen Rallye-Autos. Das ist hier eine Klasse, in der Florian Gonon, der Schweizer souveräne Führung, in der auch Toshihiro Arai mit diesem neuen Auto von Stohl-Team mitfährt. Sanchez und Esquilo, zwei Franzosen, in der Gesamtwertung auf der 21. Position mit einem etwas betagten Mitsubishi Lancer. Bonjour Jean-Marc, c'était comment? C'était comment la spéciale? C'était bien, c'était pas encore piégeux. Denken Sie dran, liebe Zuschauer, uns weiterhin mit Fragen zu bombardieren, so wie der Interviewer das mit den Fahrern da tut. Eurosport.de Motorsport dann im Forum unter dem entsprechenden Thread. Fragen Sie die Kommentatoren Norbert Okenga und Armin Kremer oder Twitter und Facebook jeweils unter Pitwalk Media. Diese drei Wege gibt es. Und hier kommt Harry Hunt ins Ziel, einer der hochgehandelten Fronttriebler-Akteure. Er hat im Vorfeld sogar gemeinsam mit Thierry Neuville getestet auf einem kleinen Streckenabschnitt einer Bergpassage in Italien, die sehr, sehr ähnlich war den Anforderungen, die hier auf Korsika gestellt sind. Die beiden Youngster haben sich zusammengetan, um sich optimal vorzubereiten. Und der Citroën von Harry Hunt, der gilt im Servicepark eigentlich als derjenige, der am perfektesten vorbereitet ist, mit dem meisten Potenzial auf Topplätze in seiner Klasse. Unser Aufschrieb hat nicht richtig funktioniert, zudem sind die Bremsen kollabiert kurz vorm Ende. Ich musste also etwas Dampf aufnehmen und dafür war es gar nicht so schlecht. Bremsen und Reifen kristallisiert sich also als das Dauerthema heraus. Guy Wilkes, Brian Bouffier, Andreas Mikkelsen, Freddy Leux und Pierre Campana. Das ist das Resultat der Wertungsprüfung Nummer 3 kurz vor Ende unserer ersten Sendung von der Rallye Korsika. Um 12 Uhr geht es ja bei uns weiter auf Eurosport 2. Jan Kopecky und Thierry Neuville, die beiden Spitzenreiter, lassen richtig viel Zeit liegen auf den Positionen 6. Kopecky zu defensiv gefahren, Neuville ein Dreher zu viel. Und das sorgt dafür, dass das Feld an der Spitze sich massiv massiert. Neuville bleibt in Führung, hat aber plötzlich nur noch 1,4 Sekunden Vorsprung auf Brian Bouffier. Auch Guy Wilkes schlüpft mit durch an Jan Kopecky vorbei. Der verliert auf einen Platz gleich zwei Positionen. Freddy Leux auf der sechsten Position vor Pierre Campana. Bruno Magalhães auf Platz 9 vor Julien Morand. Es wird also richtig spannend vor der nächsten Wertungsprüfung. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Die nächste Prüfung sehen Sie nicht live. Dafür können Sie sie aber auf unserem iPhone-App mitverfolgen. Sicher auch auf eurosport.de, immer mit aktuellen News. Von 12 Uhr bis 13 Uhr geht es weiter mit Taverna nach Ponte Castellera. Das dann auf Eurosport 2, wiederum mit Armin Kremer und mir, Norbert Okenga. Wir gehen in die Recherche und wir halten Sie auf dem Laufenden. Ab 12 Uhr sehen wir uns wieder. Bis dahin, tschüss, danke fürs Zugucken.